Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Grundsteuer ist eine Kommunalsteuer. Ihr Aufkommen kommt zu 100% den Kommunen zugute und die Kommunen bestimmen mit ihrem Hebesatzrecht die Höhe der Grundsteuer. Sie ist damit in besonderer Weise Ausdruck kommunaler Selbstverwaltung. Und darum geht es. Und diese kommunale Selbstverwaltung, verkörpert durch die Grundsteuer, die steht auf dem Spiel, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, so wie die Grundsteuer im Moment ist, ist sie verfassungswidrig. Und wenn nicht in diesem Jahr eine Neuregelung gemacht wird, dann fällt die Grundlage für ihre Erhebung weg. 14 Milliarden Euro für die Kommunen, eine ganz erhebliche und wichtige Einnahmequelle. Und die Diskussion hat dann gezeigt, dass die große Mehrheit der Verfassungsrechtler sagt, wir haben als Bund keine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit dafür, weil seit 1994 höhere Anforderungen gelten, um zu begründen, dass der Bund tatsächlich ein Gesetz machen kann, um zu belegen, dass es erforderlich ist. Und gerade bei der Grundsteuer, wo ja am Ende, wie gesagt, die Kommunen die Höhe bestimmen, könne das nicht begründet werden. Und deshalb haben wir unserem Herz einen Ruck gegeben und haben das gemacht, was am Anfang der Debatte nicht beabsichtigt war, und uns auf den Weg gemacht, eine Grundgesetzänderung vorzuschlagen. Das ist der Grund dafür, die Verantwortung für die kommunalen Finanzen, die Verantwortung für kommunale Selbstverwaltung. Deshalb gehen wir diesen Weg, um nicht das Risiko einzugehen, dass wir jetzt ein Gesetz machen, das später aufgehoben wird und dazu führt, dass die Kommunen ihr Geld zurückbezahlen müssen. Wir wissen, dass es das schwieriger macht, weil wir dafür breitere Mehrheiten brauchen. Und dafür wollen wir werben, dass Sie, wie wir es getan haben, sich die Sachen im Detail ansehen. Ich habe wohl zur Kenntnis genommen, dass niemand aus den Oppositionsfraktionen gleich Nein gesagt hat. Es hat auch niemand gleich sofort zugestimmt. Das ist, glaube ich, normal. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten bis zum Herbst die Möglichkeit haben, darüber konstruktiv zu debattieren. Und das will ich auch für unsere Fraktion ganz ausdrücklich anbieten. Wir freuen uns auf diese Gespräche und werben um Zustimmung. Und zweitens ist dieser Weg, den wir jetzt gehen, ein ganz klares Bekenntnis zum Föderalismus. Weil wir sagen, der Bund macht ein Gesetz und damit ebnen wir den Weg, damit im nächsten Jahr die Kommunen ihre Einnahmen haben. Aber gleichzeitig sagen wir, ein Land kann sein eigenes Grundsteuergesetz machen, ohne Vorgaben des Bundes, nach eigenem Ermessen, aufgrund seiner Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort. Und die Gegebenheiten vor Ort sind eben unterschiedlich zwischen Kiel und Konstanz, zwischen Flächenländern und Stadtstaaten, zwischen Ballungszentren und dem ländlichen Raum. Und unterschiedliche Gegebenheiten erfordern auch flexibel unterschiedliche passgenaue Antworten. Genau das ermöglichen wir. Das ist ein guter Weg. Das ermöglicht föderale Vielfalt und deshalb werben wir für dieses Gesetz. Und ich will gleich auch Zwischenrufe und Entgegnungen aufnehmen, die da gesagt wurden. Ja, es ist richtig, was Bundesminister Scholz gesagt hat, da kann sich kein Land dadurch Vorteile erwerben. Maßstab für den Länderfinanzausgleich bleibt das Bundesgesetz. Wenn ein Land abweicht, dann kann es dadurch nicht weniger oder muss nicht weniger und wird nicht mehr einbezahlen. Maßstab bleibt das Bundesgesetz. Das ist die Geschäftsgrundlage. Aber gleichzeitig ist die Kritik, es würde doch ein Flickenteppich entstehen, etwas, worüber ich nur große Verwunderung zum Ausdruck bringen kann, weil ich finde, da in dieser Haltung kommt ein grundsätzliches Missverständnis über unseren Föderalismus und über die Natur kommunaler Selbstverwaltung zum Ausdruck. Wer unterschiedliche Regelungen, die wir heute schon haben, mit Hebesätzen zwischen 0 und bis zu 900% als Flickenteppich verspottet, der hat Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung nicht verstanden. Und damit ebnen wir den Weg für passgenaue Lösungen und wir ermöglichen einen föderalen Wettbewerb um das beste Modell. Darum geht es.
Es geht nicht um einen Wettbewerb um das schönste Grundstück. Grundstücke können nicht weglaufen, sondern es geht darum, in einem föderalen Wettbewerb zu fragen, wie gelingt es am besten, bezahlbaren Wohnraum zu sichern, wie gelingt es am besten, mit dieser Reform der Grundsteuer zu verhindern, dass die Grundsteuer zu einem Treiber für eine weitere Belastung von Wohnen wird. Bezahlbarer Wohnraum ist ein wichtiges Ziel für uns alle, und dem muss sich auch die Reform der Grundsteuer unterordnen. Das erreichen wir mit diesem Gesetz durch die Verbesserung am Bundesgesetz und durch eine doppelte Haltelinie, durch die Möglichkeit eigener Landesregelungen und das Festhalten an dem kommunalen Hebesatzrecht. Und es wird ein Wettbewerb sein zur Frage, wie vermeiden wir unnötige Bürokratie. Da können sich dann unterschiedliche Modelle gegenseitig beweisen. Man kann unterschiedliche Modelle vergleichen. Und deshalb wollen wir diesen Weg gehen und glauben, es ist am Ende wie häufig ein Kompromiss. Aber es ist ein Kompromiss, hinter dem wir gut stehen können, für den wir werben, weil wir unterm Strich der Überzeugung sind, damit werden die Einnahmen der Kommunen gesichert. Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass Wohnen nicht weiter verteuert wird. Unnötige Bürokratie kann verhindert werden. Es gibt keine zusätzlichen Belastungen für Gewerbe, wo wir auch noch mal Verbesserungen haben erreichen können, und für die Landwirtschaft. Und damit aus unserer Sicht ein gutes Paket. Wir werben um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Florian Tonga, FDP.